Was erwartet man von einem Kompaktvan? Viel Auto für wenig Geld, Platz ohne Ende, ein familienfreundliches, praktisches Auto, am besten alles zusammen. Drei deutsche und beliebte Familienvans haben wir hier stehen. Den Ford C-Max, den VW Touran und den neuesten im Feld, den Opel Zafira Tourer. Alle drei mit massig Platz für Familien. Wir wollen wissen, wer hat in diesem Feld tatsächlich die größte Klappe? Lassen wir sie gegeneinander antreten. Mit der großen Frage, bringt der neue Zafira Opel nach vorn? 99 kam der erste Zafira auf den Markt und das ist der neue. Die Erwartungen sind hoch. Mit einer Gesamtlänge von fast 4,70 Meter ist er mehr als eine Handbreit länger als die Konkurrenz. Unser Testwagen hat den 2,0 CDTI Ecoflex Motor mit 130 PS. Kommen wir zum Innenraum. 7 Sitze. Allerdings kostet die Zusatzsitzbank im neuen Modell 700 Euro. Bisher gab es die serienmäßig. Das Kofferraumvolumen lässt sich von 152 auf 1792 Liter vergrößern und variabel gestalten. Der Kindersitzeinbau ist dank freiliegender Isofix-Bügel extrem einfach und schnell. Das Cockpit kennt man aus dem Insignia und Astra. Somit hat der Zafira leider auch die unlogischen Dreh- und Drücksteller. Der Zafira hat das neue Opel-Gesicht und ist insgesamt größer geworden. Das macht sich im Innenraum bemerkbar. Nimmt man auf dem Fahrersitz Platz, dann fühlt man sich tatsächlich so ein bisschen wie im Raumschiff. Das liegt tatsächlich daran, dass dieses Armaturenbrett ewig weit nach vorne geht. Somit ist der ganze Wagen etwas unübersichtlich und ohne Park Distance Control wird das Einparken zum Abenteuer. Die technischen Daten des Zafira. Leistung 130 PS. Der Testverbrauch liegt bei 6,6 Litern. Der Testwagenpreis 28.700 Euro. Der Motor des Zafira wirkt etwas müde. Der 130 PS Diesel muss ja auch richtig Gewicht schleppen. Außerdem läuft der Selbstzünder eher rau. Das Fahrwerk ist straff abgestimmt und rollt holprig ab. Allein im letzten Jahr verkaufte VW knapp 55.500 Mal den Touran in Deutschland. Damit liegt er deutlich vor den beiden Kontrahenten. VW verzichtet auch beim inzwischen zweiten Facelift auf Designexperimente. Die Kastenform kaschieren die Wolfsburger gar nicht. Vorn arbeitet im Testwagen der bekannte 2 Liter TDI mit 140 PS. Das Raumkonzept. Die Ladeluke fasst zwischen 121 und 1913 Litern. Eine dritte Sitzreihe kostet im Touran 700 Euro extra. Die Isofix-Befestigungen für Kindersitze sind im Touran versteckt und etwas fummelig. Hier im VW Touran geht es sachlich zu. Das Armaturenbrett schnörkellos und klassisch. Das Bedienkonzept übersichtlich. Deshalb fühlt man sich hier als Fahrer oder auch als Fahrerin sofort wohl und nicht überfordert. Das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, warum der Touran so erfolgreich ist. Der Touran 2,0 TDI mit 140 PS gönnt sich im Testverbrauch 6,1 Liter. 31.800 Euro kostet der getestete Touran. Lebendiger Motor, sparsam und kultiviert mit einem ausgewogenen Federungskomfort, dank aufpreispflichtigem adaptiven Fahrwerk, das sind die Eigenschaften des Volkswagen. Der Touran hat viele unauffällige Stärken und kaum Schwächen, das macht den Erfolg wohl aus. Auch der C-Max ist ein alter Bekannter im Segment der Kompaktvans. Mit vielen Ecken und Kanten kommt er dynamisch daher. Anders als seine beiden Kontrahenten setzt der C-Max hinten auf zwei Schiebetüren. Der Innenraum ist futuristisch, aber unübersichtlich und gewöhnungsbedürftig. Unter der Haube sitzt ein 2 Liter TDCi-Aggregat mit 140 PS. Hinten gibt es einen stufenlosen Ladeboden. Das Volumen kann von 92 Liter auf maximal 1742 Liter vergrößert werden. Das Sitz-Origami funktioniert mühelos. Der C-Max kommt mit zwei schicken Schiebetüren daher. Die lassen sich einfach und schön öffnen. Allerdings wünscht man sich doch, dass die noch ein Stückchen weiter aufgeht. Dann wäre der Einstieg hier wirklich wunderbar. Ist aber nicht so. Nettes Detail ist, dass wenn der Tankdeckel offen ist, die Schiebetür nicht weiter geöffnet werden kann. Der Grand C-Max verbraucht im Test 6,9 Liter und kostet 29.200 Euro. Dafür gibt es Fahrspaß, eine zielgenaue Lenkung, ein quirliger Motor, der allerdings etwas durstig ist, und ein agiles Fahrwerk machen ihn zu einem kompakten für Dynamiker.
Die Stärken und Schwächen stehen fest. Die drei Kompaktvans sind getestet und vermessen. Wer hat gewonnen? Es ist schon überraschend, aber der VW Touran darf die Klappe immer noch am weitesten aufreißen. Seit 2003 gibt es den Wagen jetzt, zwei Facelifts hat er hinter sich und trotzdem verweist er den neuesten, den Zafira Tourer, auf den zweiten Platz und den Ford C-Max auf den dritten. Und nur wenige Punkte hinter dem Rüsselsheimer, der sich zwar die Plakette Preis-Leistungssieger anheften darf, aber deutlich am ersten Platz vorbeifährt.